Das Thema Gewissen aus biblischer Sicht. Zunächst einmal, wer hat ein Gewissen? Wer hat ein Gewissen? Ja, jeder Mensch hat ein Gewissen. Das muss man erst einmal feststellen und festhalten. In 2. Korinther 4, Vers 2, da heißt es am Ende, durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Also auch heute, jeder, der hier ist, hat ein Gewissen, hat schon Erlebnisse gehabt im Umgang mit seinem Gewissen. Und die Heilige Schrift sagt, jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Finsternis ist, noch Wechsel von Licht und Schatten. Was ist das Wesen des Gewissens? Was ist das Wesen des Gewissens? Das Gewissen ist ein dem Menschen von Gott gegebener Mitwisser. Gewissen, Wissen, Mitwisser von Gott gegeben. Griechisch Synaidesis heißt auch Mitwissen. Da ist ein Mitwisser in uns von Gott angelegt. Durch das Gewissen hat der Mensch die Fähigkeit, Haltungen und Handlungen ethisch zu beurteilen. Also, du kannst beurteilen, ist etwas gut, ist etwas schlecht, ist etwas gut, ist etwas böse. Und außerdem nennt man ein bisschen höher theologisch Freiheitserfahrung, in der ein Mensch sich seiner Verantwortung bewusst wird. Auf Deutsch gesagt, durch das Gewissen weißt du, du hast selber eine Verantwortung für dein Handeln. Ja, du kannst es nicht auf andere schieben, du kannst nicht sagen, ja, das sind andere dran schuld oder andere haben das zu verantworten. Die Handlungen, die ich ausführe, sind in meiner Verantwortung. Und auch das zeigt uns unser Gewissen. Das Gewissen beurteilt normalerweise unabhängig vom Willen des Menschen. Also, das Gewissen redet zu dir auch dann, wenn du lieber nicht das Reden des Gewissens haben möchtest. Das Gewissen redet unabhängig von deinem Willen. Es kann aber auch sehr positiv, stärkend wirken und auch da unabhängig von dem, was du gerade möchtest. Es ist so ein autonomes Reden, ja, von Gott in dich hineingelegt, in Abhängigkeit von deinem Handeln. Und es ist auch unabhängig vom Willen des Menschen, von seinen Gedanken und Werken. Ja, es lässt sich da nicht bestimmen von dir. Das Gewissen redet zu dir. Und das Gewissen macht den Menschen erkennbar, wenn er von der vorgesetzten Ordnung abweicht. Es gibt in deinem Herzen ein Wertesystem, eine Ordnung, die du in deinem Leben gebildet hast. Und in dieser Ordnung gibt es gut und gibt es schlecht. Ja? Und das Gewissen misst, ist das, was du gerade denkst, handelst, fühlst, tust, ist das gut oder ist es schlecht? Dafür ist das Gewissen da. Sonst würden wir praktisch, ja, ganz nach unserem Willen, ohne Einschränkungen oft handeln. Und so gibt es diese Stimme, die uns dahin lenken will, das Gute zu tun und Gott zu ehren. Das Gewissen regt sich vor allen Dingen bei einem Verstoß gegen die innere Ordnung, das innere Wertesystem. Deswegen wird es auch erst nach dem Sündenfall richtig wirksam. Ihr hattet so eine kleine Frage mit drin zum Sündenfall, werden wir vielleicht später extra mal anschauen noch. Ja. In dem Moment, wo die Sünde dann überlegt wird, gedacht wird, getan werden soll, vollzogen werden soll, da wird das Gewissen besonders aktiv. Es ist vorher auch aktiv, aber in dem Fall dann viel stärker zum Bremsen. Das Gewissen richtet den Menschen, wenn er gegen seine Überzeugung gehandelt hat. Es mahnt ihn, was ist Unrecht. Die Erkenntnis, was gut oder böse ist, darf das Gewissen von Anfang an voraussetzen, denn jeder Mensch hat von Beginn an
eine gewisse, von Gott in ihn gelegte Erkenntnis des Guten und des Bösen. Bekommen wir von Gott mit? Bei unserer normalen Geburt haben wir das schon von Gott erhalten, eine gewisse Grunderkenntnis, was ist gut und was ist böse. Und das erst einmal auch unabhängig davon, dass wir schriftlich das Alte und Neue Testament, die Bibel haben, schon vorher, ihr habt alle ein Gewissen. Ja, wenn ihr was Gutes tut, dann stärkt einen das Gewissen und man hat eine Freude. Und wenn man was Schlechtes tut, dann mahnt einen das Gewissen, das war nicht in Ordnung, was jetzt gerade geschehen ist. Paulus unterscheidet deutlich das Mitzeugen des Gewissens von dem ins Herz geschriebenen Gesetz, auf das das Gewissen zugreift. Das ist jetzt wichtig für das Verständnis. Wir haben also auf der einen Seite das Gesetz Gottes in unserem Herzen und brauchen Erkenntnis Gottes, dass das immer mehr wächst. Und das Gewissen greift darauf zu und vergleicht damit. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Das Gewissen ist also in seinem Arbeiten und Wirken davon abhängig, dass unsere Erkenntnis Gottes wächst, klar wird, deutlich ist. Ja? Und wenn diese Grunderkenntnis nicht vorhanden ist, dann kommt es auch beim Gewissen in den Entscheidungen zu gewissen Fehlern. Ist auch eine Erklärung. Zudem war eine Frage, warum Paulus am Anfang, bevor er von Neuem geboren war, falsch gehandelt hat. Er hatte den Herrn Jesus noch nicht erkannt. Ich erkläre das später noch näher. Wenn sich Paulus auf sein gutes Gewissen beruft, so hat das immer den Sinn, dass er nach seiner Überzeugung von dem, was recht ist, nicht anders reden und handeln kann. Das bewahrt euch auch für euer ganzes Leben, immer in Übereinstimmung mit eurem Gewissen zu handeln, ein gutes Gewissen zu haben. Von dem Stand der Erkenntnis des Wissens her, was ihr habt. Man sagt auch so umgangssprachlich nach bestem Wissen und Gewissen. Habt ihr schon gehört, ne? Nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, und das ist eine Grundhaltung, zum Beispiel Apostelgeschichte 23, Vers 1. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Das ist eine ganz starke Aussage. Und das wäre jetzt so die erste Frage. Wir sind ja so viel bei Gewissen. Hast du ein gutes Gewissen? Wenn du dein Leben reflektierst, wenn du heute Morgen hier bist, hast du ein gutes Gewissen? So wie es Paulus hier sagt, ja, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt, bis auf diesen Tag. Ein ganz wichtiges Grundverhalten aller Gläubigen. Vers 12, da heißt es, denn unser Rühmen ist das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt. Besonders aber bei euch. Kannst du das sagen von deinem Leben? Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, ja. Immer wieder sich darauf zu besinnen. Ich werde nur mit gutem Gewissen handeln. Ich werde mich von niemandem manipulieren, zwingen, umbiegen lassen und gegen mein Gewissen handeln, sondern ein Handeln im Einklang mit einem guten Gewissen. Das Gewissen ist eine ursprüngliche Mitgabe in der menschlichen Natur durch den Schöpfer. Es liegt in unserem Herzen. Was ist denn das Herz in der Bibel? Was ist denn das Herz in der Bibel? Nun, es gibt das Organherz, ja, das pumpt natürlich das Blut durch den Körper. Das ist jetzt hier nicht unbedingt gemeint, sondern das ist eben das zentrale Organ. Und mit Herz als Sinnbild in der Heiligen Schrift ist eine Verbindung von Geist und Seele gemeint, die unseren innersten Kern, unser innerstes Wesen bestimmt, so wie das Herz den Organismus, den Körper vom Innersten her reguliert. So regulieren das Herz im Sinne von Seele und Geist von innen her unser Leben.
Und das Gewissen ist ein Stück des göttlichen Ebenbildes. Im Anfang sind wir geschaffen zum Bilde Gottes. Das hören wir in der Paradiesgeschichte, als Gott den Menschen schuf. Ja? Und das Gewissen war von Anbeginn eingegeben in den Menschen, um eben diesem Ebenbild zu entsprechen, wie wir als Ebenbild Gottes wirken sollen in dieser Welt. Wir sollen nicht hochmütig sein, als wenn wir Gott wären, sondern im Kleinen hat Gott, der große Künstler, uns geschaffen und uns auch eben dieses Wertesystem, seine Gebote und sein Wesen im Kleinen ins Herz gegeben und das ist im Gewissen mit verankert. Das Gewissen gibt dem Menschen zu fühlen, was es mit guten und bösen Handlungen auf sich hat. Das Gewissen bewirkt Gefühle. Gute, wenn wir gut handeln, habt ihr bestimmt auch schon alle erlebt. Ja? Man hat meinetwegen für eine Chorprobe oder Lobpreisprobe vorher viel Arbeit und so, ja, und die Termine und alles. Und wenn es dann geschafft ist, zu Gottes Ehre, und es ist gut gelungen, ja, dann fühlt man sich richtig gut. Ja? Und da ist auch das Gewissen etwas, was da mitwirkt in diese Richtung. Oder wenn du etwas Gutes getan hast, du hast jemandem geholfen, ja? Du hast einer alten Frau geholfen, die Taschen zu tragen, sie über die Straße zu bringen oder ähnliches, du fühlst dich hinterher freudig und gut, dass du es gemacht hast. Ja? Also das Gewissen bewirkt auch Gefühle und umgedreht natürlich auch, wenn du einfach an ihr vorbeigegangen bist, obwohl du Zeit gehabt hättest und gesehen hast, ja, was das jetzt für eine große Hilfe für sie gewesen wäre, wenn du die Tür aufmachst und ihr das zwei Stockwerke hochträgst, ja, und du bist einfach, obwohl du Zeit und Kraft und alles gehabt hast, einfach dran vorbeigegangen und hast sie gar nicht irgendwie, ja, gefragt, ob sie denn Hilfe möchte, dann hast du vielleicht hinterher ein schlechtes Gewissen und denkst, Mensch, jetzt hätte der Herr Jesus aber vielleicht gefragt, ob er da helfen kann. Ja? Die Stimme des Gewissens. Man kann das Gewissen noch aufgliedern, man kann es noch in Abschnitte aufgliedern und sein Handeln auch. Da ist einmal die Gewissensanlage, das ist die Fähigkeit, Gut und Böse zu erkennen und sich für das Gute zu entscheiden. Es würde ja nichts nützen, wenn du keine Entscheidung treffen kannst. Ja? Aber die Entscheidung ist bei dir. Für gut oder für böse. Da gibt es ja das auch immer, wenn irgendwelche Systeme zusammenbrechen, ob das der Faschismus war oder der Sozialismus war oder so. Ja? Wenn man dann sagt, ja, wir sind ja dahin gebracht worden und so weiter und so fort, ja. Ich war halt in diesem System. Nein, jeder Mensch hat auch eine volle Verantwortung für sein persönliches Handeln. Das ist ganz wichtig immer wieder an dieser Stelle. Denn Gott kann uns die Kraft geben zu überwinden. Die Bibel sagt, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, Römer 8. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Also wir haben eine Fähigkeit, Gutes und Böses zu unterscheiden. Wir haben die Fähigkeit, uns für das Gute zu entscheiden. Und wir haben durch die Hilfe Gottes im Heiligen Geist die Möglichkeit, das Gute auch zu tun. So glückliche Menschen sind wir. Das ist die Gewissensanlage. Und dieses Urteil, dieses eigentliche Urteil, das ich schon vorausgegriffen habe, das ist die Gewissenstätigkeit. Ja, also die Fähigkeit ist die Gewissensanlage und die Tätigkeit des Gewissens ist, jetzt entscheide ich ganz konkret, das ist gut und das ist schlecht. Ja, und dann mit Vernunft und Willen gehe ich zum Handeln über. Das Wesen des Gewissens lässt sich am leichtesten beim schlechten oder bösen Gewissen erkennen. Das hängt mit unserem gefallenen Zustand zusammen, ja. Aber da merken wir es am meisten. Das Gewissen wirkt also in gewissem Umfang als ein Warner und Mahner, schon beim Überlegen einer bösen Tat. Und als ein Ermutiger beim Überlegen einer guten Tat.
Oft viel stärker wirkt das Gewissen aber erst nach der Tat, das Böse wie das gute Gewissen. Und da geht es weiter eben. Aus diesen Erfahrungen sollen wir lernen, das ist sehr wichtig, im Leben zu lernen aus den Entscheidungen und Erfahrungen und dem Verhalten des Gewissens. Das Gewissen wirkt nach Erfahrungen, die wir gemacht haben, gute oder schlechte, als ein kräftiger Warner und Mahner oder Ermutiger für die Zukunft. Es warnt beispielsweise jeden, der einmal die Qual eines bösen Gewissens durchlebt hat, sich dem nicht wieder auszusetzen. Das sind jetzt sehr persönliche Sachen, aber vielleicht habt ihr das schon mal überlegt oder auch in der Nacht, ja, euch hin und her gewälzt, weil eben etwas vorgekommen ist im Leben, wo man sagt, das hätte ich nicht tun sollen. Das tut mir jetzt aber von Herzen leid, ja, das muss ich irgendwie in Ordnung bringen. Und diese Erfahrung soll uns mithelfen, dass wir nicht wieder den gleichen Fehler machen. Ja? Wie sagt man heute, learning by doing. Ja? Das Gewissen, das vertieft sich. Ja? Das Gewissen, das wird immer feiner, immer genauer aus der Erfahrung heraus, die wir machen. Und wir müssen wissen, dass wir in einem Lernprozess sind bei Gott, immer ähnlicher zu werden dem Bild seines Sohnes Jesus Christus. Auch das Römer 8, ein ganz wichtiges Kapitel. Ja? Und da war dieses Urbild, ursprünglich wie Gott den Menschen gedacht hat, in dich hineingelegt, das Gewissen ein Teil davon. Und jetzt arbeitet das Gewissen in diese Richtung, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Da gab es mal so eine Initiative, kennt ihr die noch? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ja? Da gab es solche Armbänder auch dazu. Ja? Das ist praktisch die Frage des Gewissens, anders formuliert. Ja? Was würde Jesus machen in dieser Situation? Und vielleicht habt ihr gerade Fragen, wie sich euer Leben weiterentwickelt, ja, an bestimmten Stellen, wie ihr euch entscheiden sollt, wie ihr handeln sollt, wer gerade wichtig ist, ihn zu besuchen oder ähnliches. Und da hilft das Gewissen und da hilft das, was würde Jesus tun? Ja? Denn Jesus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus in uns, kleiner Teil davon, das Gewissen, das uns in diese Richtung gestalten möchte, von Gott in uns gegeben. Und es sagt das Gewissen immer auch jedem, dass er, wenn er Gutes tut, nur seine Pflicht und Schuldigkeit erfüllt, dass es normal ist. Das habe ich jetzt mal mit eingefügt, weil man soll da nicht wieder sich was drauf einbilden, dass man Gutes getan hat. Man darf sich dran freuen, ja? Man möchte es wiederholen, Gott segne das, es ist alles gut. Ja? Aber letztendlich ist alles eine Gnade Gottes und das Gewissen bewahrt uns davor, dass wir denken, besser zu sein als die anderen. Da gibt es eine Episode in der Heiligen Schrift, der Herr Jesus, er gibt ein Gleichnis. Er sagt, da sind zwei Männer, die gehen in den Tempel zum Beten. Und der erste, der stellt sich hin vor Gott und er sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen. Kennt ihr das? Ja? Ich habe den Zehnten gegeben, ich tue viel Gutes, ja. Herr, schau mal, wie gut ich bin. Ja, so in der Art. Und dann ist ein anderer Mann da im Tempel und der hat die Stimme seines Gewissens gehört. Und er geht hin, er möchte Vergebung, er möchte wieder ein gutes Gewissen. Und er traut sich nicht mal nach oben zu schauen vor Gott, weil er demütig ist, weil er weiß, Gott ist heilig, Gott ist allmächtig, Gott kennt alles, Gott weiß, was ich für Fehler gemacht hat. Und er schlägt die Augen nieder und er sagt, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und da sagt der Herr Jesus, der geht gerecht nach Hause. Der hat wieder ein gutes Gewissen. Der wird Vergebung bekommen und der wird ein Gewissen wieder gereinigt, gesäubert und gut zurückbekommen. Das Alte Testament, wie gesagt, kennt kein besonderes Wort für den Ausdruck Gewissen. Es sagt dafür einfach Herz. Da
Das hatte ich schon erklärt. Und das finden wir dann auch in den Timotheusbriefen. Da heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 5, die Hauptsumme oder das Endziel aller Unterweisung ist Liebe. Ist erstmal ganz wichtig, Liebe, Gottes Liebe. Ist absolut das Prägendste, was Gott in uns wirken, ausbauen, als Frucht wachsen lassen möchte. Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Hier haben wir drei Elemente, ja? Das reine Herz, das gute Gewissen und der ungefärbte Glaube. Und da haben wir wieder den Glauben noch dazu genommen, die Leitung von Gott, das Reden durch den Heiligen Geist muss das Reden des Gewissens ergänzen. Sehr wichtig. Wir können uns nicht nur auf das Gewissen verlassen, es ist erstmal eine sehr gute Grundorientierung, wir brauchen aber als Gläubige auch noch die Wegweisung speziell durch den Heiligen Geist. Also wir können ja zum Beispiel eine Situation haben, da habe ich die Möglichkeit, drei Dinge zu tun und zwei davon sind gut und eine Sache ist nicht gut. Ja? Dann sagt das Gewissen, die zwei Sachen kannst du grundsätzlich machen, die sind gut, das eine natürlich nicht, das ist nicht gut. Aber wer sagt dir jetzt, welche von den beiden guten Sachen du tun sollst? Ja, da brauchen wir dann eindeutig das Wirken und Reden des Heiligen Geistes, der uns Wegweisung gibt im Leben und des Wortes Gottes. Und das kommt hier in 1. Timotheus 1, Vers 5 deutlich zum Ausdruck, da die Verbindung mit dem ungeheuchelten oder ungefärbten Glaubensleben verbunden ist. Was wirkt das Gewissen im Menschen? Was wirkt das Gewissen im Menschen? Nun, wir hatten schon gesagt, jeder Mensch kann einen Unterschied von Gut und Böse erkennen. Das ist erst einmal sehr wichtig. Und bei der natürlichen Geburt sind die Grundgebote Gottes in uns. Was sind denn Grundgebote Gottes, die schon von Anfang an in uns sind? Was fällt euch da ein? Da hattest du noch keine Bibel gelesen, da sind auch Menschen irgendwo, die sind gar nicht christlich gläubig, ja? Und trotzdem wissen sie, dass das nicht in Ordnung ist, wenn sie bestimmte Gebote überschreiten. Welche Gebote fallen euch da ein? Du sollst nicht stehlen zum Beispiel, ja. Also wenn ich dem Nachbarn ein Huhn klaue, dann weiß jeder, das ist nicht in Ordnung, egal ob er hier wohnt, in China oder wo auch immer, ja, er weiß erst einmal, das darf ich nicht tun. Nicht stehlen, nicht morden, ganz genau. Das ist auch so ein ganz tief ins Herz geschriebenes Gebot, wo jeder weiß, das darf ich nicht tun. Ja? Und dann auch nicht Ehe brechen zum Beispiel, ja? Wo man heute massiv versucht, dieses Gebot, indem man falsche Lehren aufstellt, in den Gewissen kaputt zu machen. Auch das ist in das Herz jedes Menschen geschrieben. Im Römerbrief, schon in Kapitel 1, Vers 32, da werden vorher verschiedene solche Gebote genannt und dann steht, die Menschen wissen, dass die solches tun nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ja? Also es ist ein Wissen da, dass man es nicht tun darf, und doch werden oft diese Gebote übertreten. In Römer 2, Vers 15 heißt es dann, die Menschen beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Da habt ihr das. Zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, was das Gesetz fordert. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Das Gewissen ist also auch dem gefallenen Menschen nicht verloren gegangen.
Es gibt ein Sündenbewusstsein, zum Beispiel auch im jüdischen Volk in Jeremia 17, obwohl sie abgefallen waren von Gott und viel in Sünde gelebt haben, konnten die Propheten sie ansprechen darauf, dieses Bewusstsein war noch da, auch wenn man ganz anders gelebt hat. Und da merkt ihr schon, was für eine Gnade das ist. Damit ist das Gewissen die Chance, uns wieder zurückzuholen von Gott, wenn wir auf falschen Wegen sind, damit wir nicht verloren gehen. Höre auf die Stimme deines Gewissens und du wirst wieder zurückfinden zu dem Herrn und in ein gutes, gesegnetes Handeln und Leben. Und natürlich, wie wir schon hier gelesen haben im Römerbrief, in allen Nationen und Völkern auch das, ja, die Menschen, sie sündigen, aber im Herzen ist oft dieses Grundwissen da, was sie absolut nicht tun dürften. Das muss später verfeinert werden, die Gebote Gottes näher ausgelegt werden. Wir brauchen dann die Bibel zur Ergänzung, aber es gibt ein Grundwissen. Wenn ein Mann einfach seine Frau schlägt, dann weiß jeder, das ist Sünde. Das weiß jeder. Ja? Das ist so ein gewisses Grundwissen, was da ist. Oder wenn Geld gestohlen wird, jeder weiß, das ist Sünde, ja? Jeder weiß das. Und das ist die Chance zur Umkehr, Buße, Vergebung zu suchen und zu Gott zu finden. Das Gewissen kann aber auch dauernd übertönt werden, bis es zuletzt schweigt. Das geht. Wenn man immer wieder sündigt und sündigt und sündigt und sündigt, kann es sein, das Gewissen wird immer schwächer, schwächer, schwächer. Es kann aber auch wieder hervorbrechen, plötzlich. Aber es kann Zeiten geben, wo es übertönt ist. Und ja, kennt sicher auch jeder. Manchmal weiß man, was Gott von einem möchte, okay? Ach so, wir sind natürlich immer einverstanden damit, ne? 100%, oder? Wie sieht das aus? Ja? Manchmal hat Gott ganz schön Kampf mit uns, ja? Das heißt nicht, dass wir frontal sündigen wollen, aber der Eigenwille steht sehr oft trotzdem gegen Gottes Willen, ja? Gottes Wege sind die richtigen, ja? Und ja, wenn wir jetzt immer diskutieren mit Gott, du weißt eigentlich, was du machen sollst. Du weißt das. Eigentlich weißt du, was Gott von dir möchte, ja? In vielen Fällen. Sonst bitte den Herrn, ja? Wem Weisheit mangelt, der bittet darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott schilt niemand, wenn er um Weisheit bittet, sondern gibt ihm gerne. Bitte im Glauben und zweifle nicht. Wir haben Zugang zu der Weisheit Gottes. Und dann kennen wir den Willen Gottes. Und jetzt ist die Frage, ob wir sagen, ja Herr, hier bin ich, gern tue ich deinen Willen. Ja? Oder ob da unsere eigenen Pläne, eigenen Wünsche, eigenen Vorlieben, eigenen Pläne im Wege stehen. Und jetzt können wir immer diskutieren. Ich möchte aber eigentlich das machen. Ah, ich habe nicht so richtig verstanden. Du hast ganz genau verstanden. Ja? Das ist genau wie wenn die Mutti zum Essen ruft. Wenn es was Gutes gibt, verstehen es alle. Ja? Aber es gibt manche Rufe zu manchen Dingen, da muss man öfters rufen. Und ja, das ist wohl überall so. Und so ist es bei Gott auch. Und da haben wir auch ein Beispiel. Da war ein Prophet, der Prophet Bileam. Der sollte gerufen werden zu einem König und der hat ihm Geld dafür versprochen, wenn er eine Weissagung, eine Prophetie gibt für diesen ungläubigen König. Und er sollte ihm verraten, wie er Israel besiegen kann. Und Bileam hat gebetet zu Gott, soll ich zu dem König gehen? Ja, also einmal müssen wir sowas beten, wenn es gegen Israel geht und Gott ist der Gott Israels. Eigentlich konnte er sich das sparen, ja. Es ist natürlich nicht Gottes Wille, wenn er auf sein Gewissen gehört hätte. Aber er hat gerufen zu Gott und Gott hat ihm geantwortet. Und Gott hat gesagt, geh nicht hin. Geh nicht hin. Und was macht der Bileam? Kennt ihr es? Er fragt wieder, ja, geht wieder ins Gebet.
Herr, soll ich vielleicht doch dorthin gehen? Ja, klasse. Ne? Soll ich das vielleicht doch machen? Gott antwortet wieder nein. Und dann macht er einen großen Fehler. Er hört immer noch nicht. Und er betet wieder entgegen seinem Gewissen, entgegen seinem Wissen, beides zwar andersrum, ja. Und er sagt, Herr, soll ich zu diesem König gehen? Er hat gedacht, wow, der wird mich ehren und dann kriege ich einen großen Namen und dann, ja, die werden mir alle Anerkennung geben. Und interessanterweise, wisst ihr, was Gott jetzt sagt? Dann geh. Dann geh. Darf ich es mal in Deutsch von heute sagen? Dann mach doch dein Ding, wenn du sowieso machen willst, was du willst. Ja? Wir gucken mal, wer der Stärkere ist. So, ja. So. Und jetzt hätte er ganz fromm in die Gemeinde gehen können und hätte sagen können, ich habe gebetet und Gott hat mir gesagt, ich soll dahin gehen. Versteht ihr, wie komisch wir manchmal sind? Ja? Und sowas passiert, wenn wir nicht auf unser Gewissen handeln und fangen an, das umzubiegen in die Richtung, wo wir es gern hätten. Das sollen wir nicht tun. Und Gott ist dann gnädig, Gott stellt ihm dann auch jemand in den Weg. Allerdings, ja, das war jetzt nicht so schmeichelhaft. Ne? Wer das versteht, Gott hat ihm einen Spiegel hingestellt, ja. Wisst ihr, wer zu ihm geredet hat? Ein Esel. Ein Esel. Der Esel hat besser mitgekriegt, dass schon ein Gerichtsengel in der Nähe war, als der Prophet, der eigentlich den Willen Gottes für das ganze Volk kennen sollte. Ja? So. Und dann geht er schwere Wege und am Ende, ganz am Ende, hat er ein schlimmes Ende, dieser Mann. Der Prophet war, kommt dann am Ende ganz schlimm um, weil er nicht auf sein Gebet gehört hat, nicht auf sein Gewissen gehört hat und nicht auf sein Wissen gehört hat. Ja? Also das Gewissen kann verdreht werden und das dürfen wir nicht tun. Übertöne dein Gewissen nicht, sondern handle nach deinem Gewissen. Das ist ganz, ganz wichtig in der Heiligen Schrift. Eine klare Deutung und Weiterentwicklung erhält die Empfindung des bösen und auch des guten Gewissens durch das Licht des Wortes Gottes. Ganz wichtig, dass uns immer tiefer und umfassender und genauer sagt, was böse und was gute Taten sind, was unsere Bestimmung ist und die Leitung des Heiligen Geistes, die damit verbunden ist. Die böse Tat handelt unserer göttlichen Bestimmung entgegen und auch entgegen der göttlichen Achtung und der göttlichen Liebe und hat dadurch Gottes Zorn verdient. Und weil Gott nicht sofort seinen Zorn über uns bringen möchte, mahnt er uns durch unser Gewissen. Das ist also praktisch die sanfte Form noch, ja, Gottes, uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. In diesem Sinne ist das Gewissen ein großer Segen für uns und wollen wir es reden lassen und danach handeln zu Gottes Ehre. Amen.